Bangladesch hat sich seit dem verheerenden Unabhängigkeitskrieg vor rund 50 Jahren zu einem wirtschaftlich wichtigen Standort entwickelt. Den größten Zweig bildet der Bekleidungssektor, der rund 80% der jährlichen Exporte des Landes in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar ausmacht. Der Erfolg bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Umweltschützer sagen, dass das Wachstum mit unkalkulierbaren Auswirkungen verbunden ist. Am Ufer des Buri Ganga liegt die Hauptstadt Dhaka. Umweltaktivisten bezeichnen dieses Ufer als die größte Kanalisation des Landes. Noch vor einem Jahrzehnt war das Wasser nutzbar, aber jetzt ist es total verschmutzt. Wir können nicht mehr im Wasser baden oder es nutzen. Es gibt kaum Fische, es ruiniert sogar die meisten Ernten. Laut einem Papier des River Research Institute der Regierung von Bangladesch aus dem Jahr 2020 ergaben Wasserproben aus dem Fluss Chrom- und Cadmiumgehalte, die über dem Sechsfachen der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Höchstwerte liegen. Beide Elemente werden beim Gerben von Leder verwendet und ein übermäßiger Kontakt mit beiden ist äußerst gesundheitsschädlich. Chrom ist krebserregend und eine chronische Cadmiumbelastung verursacht Lungenschäden, Nierenerkrankungen und Frühgeburten. Die Flüsse sind tot. Viele der Flüsse sind tot. Flüsse rund um die Hauptstadt sind tot. Flüsse rund um die großen Städte sind tot. Jetzt werden die Flüsse im ganzen Land sterben. Diese unregulierte Industrialisierung und Umweltverschmutzung. Wenn du das nicht aufhalten kannst, wirst du feststellen, dass alle Flüsse zur Kanalisation des Landes werden. Das südasiatische Land mit 191 Millionen EinwohnerInnen hat seine Nachbarn Indien beim Pro-Kopf-Einkommen überholt und wird bald von der UN-Liste der am wenigsten entwickelten Länder der Welt gestrichen.